Russland hat mit seinem Angriff auf die Ukraine grundlegende Prinzipien des Völkerrechts in Frage gestellt. Der Krieg und die brutalen Übergriffe auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine zeigen, wie ungehemmt Russland die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen verletzt. Deshalb ist für mich sehr wichtig, nochmal an den russischen Präsidenten zu appellieren: Stoppen Sie diesen Krieg, beenden Sie das sinnlose Töten, ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab. Die Bedeutung einer regelbasierten Ordnung in der Welt macht dieser Krieg uns allen noch einmal ausdrücklich klar. Wir sind uns einig, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen und dass die Unverletzbarkeit von Grenzen und die Integrität und Souveränität der Nationen außer Frage stehen muss. Worum es geht, darüber haben wir beide uns sehr sorgfältig unterhalten, ist, dass wir miteinander eine bessere Zukunft erreichen, aber eben nicht, indem wir Kriege gegeneinander führen, sondern indem wir wirtschaftliche Entwicklung und gemeinsame Entwicklung möglich machen. Klar ist, der Indo-Pazifik gehört zu den dynamischsten Regionen weltweit und sieht sich gleichzeitig einer Reihe von Konflikten und Herausforderungen gegenüber. Deutschland wird deshalb sein vielfältiges Engagement dort aufrechterhalten und womöglich intensivieren. Und dabei gehört Indien zu unseren sehr, sehr wichtigen Partnern. Die Welt kann sich nur gut entwickeln, wenn wir uns darüber klar sind, dass die künftigen Beziehungen in der Welt geprägt werden von vielen starken Nationen. Nicht nur denjenigen, die wir heute kennen, sondern vielen weiteren.